Es gab wieder viel zu sehen und zu staunen. Zum nun 9. Mal lud die Straße der Experimente am Sonntag groß und klein dazu ein, sich an verschiedensten Experimenten zu versuchen. Tausende besuchten das Forschervolksfest auf dem Platz vor dem Uni-Hauptgebäude, das von Professor Albrecht Beutelsbacher ins Leben gerufen wurde und von Mathematikum und der Stadt Gießen organisiert wird. In den 33 weißen Kuppelzelten erwartete die Besucher die Möglichkeit, einen begreifbaren und erlebnisreichen Einblick in Wissenschaft und Forschung zu erhalten. Die Versuchsanordnungen gestalteten Mitarbeiter der Justus-Liebig-Universität, der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie Schulen und Vereine. Anfassen war ausdrücklich erlaubt und so hatten die oftmals jungen Nachwuchsforscher die Chance, Gesehenes nachzuvollziehen und sich so manches bei dem kundigen Personal an den Experimentierstationen genauer erklären zu lassen. Es war beispielsweise möglich, Marshmallows auf wundersame Weise wachsen zu lassen, Wissenswertes aus der Welt der Bienen zu erfahren, durch ein Teleskop auf die Sonne zu schauen und auch etwas über regenerative Energien zu erfahren. Wer von euch geht? Okay, ich gehe in diese Richtung.